In einem neuen Nahrungssystem hat Milch keine Zukunft. Wir müssen zuerst die Kuh produzieren, um dann die Milch zu produzieren, was überhaupt nicht gut für unseren Planeten ist. Und gleichzeitig ist Milch total unphysiologisch für unseren Körper. In Kalifornien entwickeln ein paar Biochemiker Milch aus Erbsen, aus der gelben Erbse, die tatsächlich 95% weniger Wasser braucht und mehr Nährstoffe hat als herkömmliche Kuhmilch. Vielleicht ist die Zukunft unserer Milchindustrie tatsächlich Produkte, die aus völlig anderen Rohstoffen entwickelt werden und dafür besser für unseren Planeten sind und besser für uns.